Ja, und damit ein Willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von ETS 2 hier im Singleplayer. Ja, wo wir in der letzten Folge ja hier hinten den Trailer reinmanövrieren mussten. Ja, natürlich gekonnt. Alles geklappt. Und ja, wir jetzt natürlich erstmal gucken. Gucken wir mal, was haben wir denn? Jetzt braucht er schon wieder 10 Jahre, erst lädt er jetzt. So, von dem komischen Nest, wo ich nicht weiß, wie man es ausspricht. Was haben wir denn? Hier haben wir Erbsen. Ja, das ist aber ohne Frankreich. Oh, das wäre mal was. Hier hätten wir Traktoren nach. Was? Was ist das denn? Moldawien? Ach du Heilige. Oh, oder wir fahren das hier. Genau. Ja, das machen wir. Wir fahren mal nach Edinburgh wieder hoch. Oder haben wir noch was Besseres? Nö. Okay. Wir fahren nach Edinburgh. So. Und zwar Erbsen. Nee, das war ein Impfstoff. Irgendwas mit medizinisch. Irgendwelche Medizin. Oh Gott, und jetzt hier wieder ausfahren? Also, wie gesagt, Hut ab für den, der das hier erstellt hat. Der hat sich dabei was gedacht. Du. Der brachte mal ein bisschen, ja, genau. Was wollte ich sagen? Ein bisschen was Kniffliges mit rein. So, zack. Wo müssen wir lang? Wir müssen hier nach links müssen. Okay. So, jetzt muss ich gerade gucken. Oh, ach ja, da war ein Schild. Hä? Ernsthaft? Das Schild hatte ich doch vorhin erst. Das komische Scheißschild hat Colli, Alter. Ich krieg's ja wohl nicht. Was ist denn das jetzt? Das hier? Ja, genau. Ich muss kurz mal gucken, welches war denn jetzt eigentlich das komische Warnblinker. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist frei. Jawohl, freies Geld für freie Bürger. Upsala, ist weit rüber, sonst. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, nach da ganz vorne. Okay. Also jetzt hier wieder links. Rechts. Quatsch. Rechts natürlich. Sieht auch frei aus, da geht's und er leckt gerade wieder. Ja, ja, weil er wieder irgendwas zusammenrechnen muss. Oder. Oh, und wir müssten vielleicht. Wir hätten mal schlafen gehen sollen. Naja, was soll's. Müssen wir auf dem Weg dahin dann. Weil die Fracht will ich mir jetzt nicht schon wieder wegnehmen lassen. Was steht denn hier? Ach so. Ah, alles klar. Also noch kniffliger, noch kleiner ging der Weg nicht hier hinter. Ah, was soll's. So, wo geht's ein? Ah, hier. Okay. Warum nicht? So. Holprig, holprig, holprig. So, Eingabe. Zack. Frachtmarkt. So, wo haben wir denn meinen Trailer? Na, jetzt lädt er erst schon wieder 10 Jahre. Ah, da. Genau. Da ist er nämlich. Und das sind 5 Tonnen. Oh, echt? Krass. Hätte schon nicht gedacht. Medizinischer Impfstoff. Dass der 5 Tonnen wiegen kann? Okay. Na gut, warum nicht? So. Ach, da steht da doch schon unser schöner Trailer. Oh. Ja, diesmal mal der passende Auflieger zum passenden LKW. Ja. So.
Da wollen wir mal losmarschieren. So, wo müssen wir lang? Links. Quatsch. Also ich hab's heute damit. Nee, rechts natürlich. Oh Mann. So, hier sieht's frei aus. Na gut, was soll hier kommen eigentlich? Oh Gott. Boah, jetzt muss ich mal ganz kurz Außenansicht. Das könnte unter Umständen ein wenig eng werden. Also ich kann hier über die Wiese, ohne dass das Ding hier Kolli hat. Ja, geht. Das tut doch ein bisschen. Stunden, ja gut. Dann heißt es der Seeweg, das ist dann nicht ganz so schlimm. Ach, hier ist bloß eine Werkstatt, hier ist nicht mal ein Parkplatz, alles klar. Okay, da hätten wir hier eh keine Rast machen können. So, jetzt fahren wir aber links. So, wie sieht's aus? Hier sieht's frei aus und hier oben. Dann fahren wir mal. Und natürlich kommt hier wieder ein Kreisverkehr. Warum auch nicht? Ich habe auch nichts anderes erwartet. Weil vorhin, oh guck mal, Mediamarkt. Oder ist es dasselbe, wo wir vorhin drin sind? Ach nee, wir sind von der anderen Seite gekommen, richtig? Oder war das der? Nee, das ist sogar der. Okay. Hier ist eine Kirche, glaube ich, so wie es aussieht. Dort irgendwie. Oh, das war der falsche Blockade. Ja, das ist so ein Schiff hier. Und noch ein Kreisverkehr dahinter, ja. Ja, warum wohl nicht, ne? Ah, da kommt die Metro. Aber die fährt anders. Ja, so, hier müssen wir jetzt auf die Heilige. Natürlich, weißt du, bist im Kreisverkehr drin und die KI sagt sich, gut, scheiß drauf, ist mir egal, ich fahr trotzdem. Holper, 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 holper. Gott, so. So. Genau, wir fahren jetzt genau den Weg zurück, den wir gerade kommen sind, das ist cool. Ja, da kommt einer, der Junge, warte. Wir. So, was hat der draufstehen? Gallia Ferris. Alles klar. Na komm, Junge, komm mal so gefahren. Oh, Junge. Nein, lass mich doch bitte nicht am Berg anhalten, danke. Na gut, nicht ganz. Das wäre nämlich jetzt nicht so schön. So. Und jetzt hier irgendwo links? Ah ja, hier vorne. Hier geht's los. Dresden.
Ja, 40, komm. Halt die Backen. Ich fahre ja schon komische 40. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt hier bei der Kurve. Aber gut. Passt. So, wir müssen eh. Auf die Bahn. Und jetzt müssen wir dann, das werden wir vielleicht gerne machen, das ist eine Frage, wie viel Zeit habe ich? Oh ja, 65 Stunden, das geht. Weil da fahren wir nämlich jetzt gleich mal hier auf die Bahn, beziehungsweise von der Bahn wieder runter und machen hier mal einen ganz kurzen Boxenstopp. Ja, wo ist ein Parkplatz frei? Oh Gott, oh Gott. Jo, das sollte passen. So. Gehen wir ein bisschen pennen. Und ja, natürlich, ich bin wieder wach. Und es fängt mit Pissen an. Toll. Echt geiles. Ja. Echt geiles Timing. So. Kann das Licht ja gleich anlassen, weil. Fertig mit dem, jetzt fahren wir links. Ich muss mal gucken, wo müssen wir jetzt hier raus? Hier ist eine Tankstelle. Komme ich hier irgendwie unbeschadet rum? Ich ahne Böses im Moment. Ich hätte wohl hier durch die Tankstelle gemusst. Okay, warum nicht? But okay. Oh, da steht auch nochmal ein Trailer mit meinem für unsere Community. Oh, das ist aber schön. Mensch. So was Feines. Das donnert auch noch dazu. Mann. So. Was ist das? Easy. Könnte man eigentlich auch gleich nochmal tanken, weil wir mal eh hier nur sind. 1,54, nur. Von mir. So viel haben wir ja noch nicht raus aus dem Tank. Oh, was? Was hupt es? Ich weiß zwar nicht, warum es hupt, aber es hupt. Naja, gut. Was sagt's? Weiter geht's. Getankt haben wir für 400 Euro für 150. Oh. Trailer, schaukel dich nicht auf, schaukel dich nicht auf, dankeschön. So. Nonchalant. Einmal hier raus, bitte, danke. So. Die 30er-Zone war das, so kann ich das. Und es steht ja auch günstig da. Mitten an der Ausfahrt. Gewesen, die habe ich immer genutzt. Ach ja, und los geht's. Ab geht's auf nach Großbritannien. Nein, keine 81, danke. 80. So. Ab geht's. Da rollen wir mal ein bisschen. Frisch getankt und frisch ausgeruht. Können wir ja jetzt ein paar Kilometer runterreisen im verregneten Deutschland.
den Seitenstraßen, da will ich doch gar nicht hin. So, wo geht's hier hin? Nach Dreieck Nord. Alles klar. Ja, dann fahren wir mal Dreieck Nord. Wo auch immer das hingeht. So. Und hier kommt eine Baustelle. Sehr schön. Zumindest ein Baustellenschild. Ob jetzt hier eine Baustelle kommt, das ist leider mal dahingestellt. Glaube ich nämlich noch gar nicht. Zumindest sehe ich noch keine. So. 31 Kilometer noch, Quatsch, Stunden zu rum. 1400 Kilometer. Richtung Prag unterwegs sind wir. Leipzig, Dresden? Achso, wir müssen hier runter. Hätte mich jetzt so gewundert, was will ich denn in Prag? Hier kommt bestimmt wieder. Ja genau, von hier kommt doch schon ein HFR-Trailer. Da kommt noch einer. So, jetzt können wir noch sehr schön. Auf die A6 fahren wir jetzt gleich. Nach Leipzig und Riesa. Weiter geht's. So. Oder ist das die B6? Keine Ahnung. A6, B6. Steht ja nicht dran, steht aber so 6. Ich glaube, das ist die B6. Wenn. Bei der Autobahn ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Ach ja, so.
Ach ja. Da sind wir jetzt auf der A14 unterwegs. So, Magdeburg, Richtung Magdeburg und Halle fahren wir gerade. Und da oben, hier ist der Flughafen von, ist das der Leipziger Flughafen? Sieht so aus, ne? Ja, der Leipziger Flughafen und dort siehst du gerade, oder seht ihr gerade ein Flugzeug, entweder landet oder startet, ich glaube, das startet gerade. Oder, ja, ist am Starten. Wie lenkt es hier etwas? Oh, das kommt mir nur so vor. Ach ja, so. Da haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. 29 Stunden. Da werden wir wohl noch den einen oder anderen Stop einlegen, bis wir da sind. Ach, siehst du, genau, hier vorne kommt dann auch schon mal Halle. Also man sieht zumindest auf der Karte schon Halle stehen. War der Flughafen Leipzig-Halle, den wir vorhin gesehen haben. Halle an der Saale, genau. Da wollen wir aber nicht hin. Wir fahren geradeaus weiter. Halle Ost, Kweist und noch was anderes kommt, stand da gerade. Aber da wollen wir alles nicht hin. Jetzt wird es hier einspurig. Nee, zweispurig. Thank you.
So. Es wird dunkel, es regnet und ja, ein Scheißwetter gerade. Und es passiert nicht viel, außer das wäre immer schön. Ja, das war einfach eigentlich bloß geradeaus fahren auf der Autobahn und ja, ist nicht gerade das Spannendste. Aber mal gucken. Was hier noch so sich ergibt, ich denke mal nicht viel, aber so, wo fahren wir lang? Kreuz Magdeburg und dann war noch irgendwas, das habe ich aber nicht gelesen. Dreieck, was? Kreuz Magdeburg immer noch. Und dann noch schon was. Von dem ich nicht weiß, was es war. So schnell konnte ich nicht lesen. Magdeburg, ach so, Stadtfeld und irgendwas anderes, das wird aber wieder mir entfallen. Beziehungsweise so schnell, da konnte ich jetzt gerade nicht hinterher lesen. Braunschweig und Berlin. Und wir fahren ja schon wieder runter, krass. Sehe ich gerade. Wir fahren hier weiter Richtung Braunschweig. Jo, die Kurve schön mit 80 genommen, alles klar. Läuft dort. Hier geht gerade die Sonne unter. Sonne unter, genau. Die Sonne unter. So, auf wieder auf Autobahn. Dann mal gucken, ob wir den Rastplatz finden jetzt demnächst, weil mein Trucker wird langsam schon wieder so ein bisschen müde. Dass wir mal eine Rast machen. Ach ja, und ist das, kaum sagt man's. Komm du, ey. Das trifft sich ja richtig gut. Mensch. Oha, leck. Leck dir ein zurecht. So. So, dann rollen wir mal hier noch auf den Parkplatz. Und dann machen wir erstmal einen kleinen Cut an der Stelle. Stelle würde ich jetzt sagen, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn wir hier dann die Tour fortsetzen. Bis dahin sage ich mal Ciao mit V.